Nein, der war super. Meine Damen und Herren, wir möchten jetzt eine kleine Pressekonferenz abhalten. Und wir haben uns gefragt, wer könnte es wohl besser tun als ein Pressekonferenz-Profi? Und deshalb ist heute hier das Fußball-Orakel schlechthin, Peter Neururer. Nein! Die Journalisten warten, ganz Deutschland wartet und will Antwort auf die Fragen, die bei dieser Pressekonferenz gestellt werden, zu einem Thema, das wir hier im Studio kennen, die Zuschauer zu Hause kennen, auch die anwesenden Journalisten kennen und nur einer nicht kennt, nämlich Sie. So, jetzt bitte ich die anwesende Journalie mit ihren investigativen Fragen zu beginnen. Bitte. Oliver Welke von den McDonald's Kino News. Haben Sie diese Sportart selber mal betrieben? Also es gibt kaum Sportarten, die ich noch nicht betrieben habe. Ah. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass all das, was ich mache, mit Inbrunst mache, mit voller Überzeugung mache und so mache, und so mache, dass ich mich mit Sicherheit weiterbringe. Ja, Giermann vom Panini-Heftchen. Ich habe eine Frage, wann kam Ihnen diese Idee? Ich habe lange überlegt, mit meiner Familie zusammengesessen. wusste nicht, was ich abends noch machen sollte nach dem dritten Glas Wein. Leicht benebelt, aber trotzdem in der Kommunikationslaune habe ich dann mit meiner Frau beschlossen, wir packen es an. Ja. Was muss man mitbringen, um in dieser speziellen Sportart ein ganz großer zu werden? Ja, wie immer gerade bei Ihnen, wir haben ja schon Probleme genug gehabt. In den letzten Pressekonferenzen sieht es so aus, dass ich erst mal definiert haben möchte, ja, was größer heißt. Ich habe eine gewisse Länge, mit Sicherheit. Ja. Die mir nötig ist. Jetzt haben wir ja sehr viel über Sie gelernt. Wie ist es mit dem Erkältungsrisiko? Ja, absolut. Das ist sehr groß, das ist vollkommen klar, wenn man mit wenig Leibchen behaftet, durch Temperaturen läuft. Aber ja, sehen Sie mal, so Trikots sind ja wichtig. Wenn zum Beispiel, wenn da kein Name draufsteht, weiß ich doch gar nicht, wen ich umgrätschen soll. Also, wie wird das bei Ihnen gelöst? Durch Tätowierungen auf dem Rücken? Das Grundproblem ist doch das, nicht jeder Spieler kann lesen. Ja, das ist richtig. Ja? Sind Sie denn beim Training auch nackt? Ich habe beim Training durchaus aufgrund meiner anatomischen Grundbedingungen, die ich habe, die ich nicht unbedingt jedem zeigen möchte, Trainingsbekleidung an mit einer Pfeife. Macht mir jetzt ein Stück weit geil, was Sie da erzählen. Ja. 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 Man hat Sie ja abfällig als FKK-Cleansee beschimpft. Ja. Wie haben Sie das aufgenommen? Mit diesen Wertschätzungen muss man leben. Ich weiß nicht, wie Klinsmann damit leben kann. Aber um es vielleicht in einem Satz zusammenzufassen. Sie sind also Trainer, richtig? Ich bin Trainer im Augenblick von Barfuß Kairo. Nein. Barfuß Kairo. Barfuß Kairo. Das hat was gepasst. Ja. Wenn es ja nur Barfuß wäre. Es ist ja nicht nur Barfuß, es geht ja noch weniger. Es geht ja um Länderspiele, die nur verschlüsselt gezeigt werden können. Ein neues Ding wäre natürlich die Nudisten. Ja! Ja.